Ja, da bin ich eingegangen und schauen halt, ob nichts auf der Strecke mein Anblick oder Lawine, Holz. Die ersten, was ich gerne hingesperrt hätte, wären an mir gewesen. Ja, da ist leider zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder 1,20 Meter unter der Erde, ja, oder in den Knast hinein und der bin ich Schlüssel weggeworfen. Geschichten aus vergangenen Zeiten über die Eisenbahn. Lebensbilder am Gleis im Eisacktal. Eine Reportage auf Rhein-Südtirol.